Was? Ein wunderschöner Anblick. Ja, auch wenn das Fass nichts mit den Tastings zu tun hat, über die ich euch heute berichten werde, ganz liebe Grüße aus Peiting. Hier im Peitnachstüberl im Hotel Dragoner hat die Monika Pummer zusammen mit dem Michel Reik zwei Tastings veranstaltet, eins am Freitag, eins am Sonntag. Einmal mit Produkten von Signatore Vintage und einmal mit den eigenen Abfüllungen vom Michel. Ihr seht hier so ein paar Bilder, wie das da ausgesehen hat in diesem Räumchen. Es war urig, es war gemütlich und es war alles da. Auf jedem Tisch waren diese 8 Leckerchen, die wir probieren durften, dann schon fertig für uns aufgebaut und eingeschenkt, mit den Gläserdingens obendrauf, damit nicht der ganze Spirit rausgeht. Wir haben dann noch ein bisschen umgebaut und saßen hinterher zu viert am Tischchen. Mehr hätten es aber auch eigentlich nicht sein dürfen, weil es war schon ein bisschen eng. Aber zu viert einwandfrei. Hier seht ihr neben der Moni und dem Michel die 8 Helden des Abends. Wir hatten 4 Trinkstärken und 4 Fassstärken. Das war ein sehr schönes, nennen wir es Warm-up, für das, was am nächsten Abend folgen sollte. Ich erzähle euch ein bisschen genauere Dinge noch zu den einzelnen Abfüllungen, wenn ich nachher Fotos einblende. Auch für die Whisky-Streber unter uns wurde gut gesorgt, denn es gab ein Büchle für Tasting Notes mit einem Kuli und natürlich auch Wasser und eine Pipette. Der Mann, die Legende, die Stimmbänder. Der Michel hat es ganz, ganz toll gemacht an beiden Abenden. Der erste Kandidat des Abends war ein Port Dundas, ein Single Grain von Signatory, war alle Signatory an dem Abend. 43% von 2006 bis 2021, der war lecker. Aus einem Refill Hogshead, super, super Sommerwhisky. Der zweite war ein Ben Rinnis mit 46%, 9 Jahre alt, von 2011 bis 2021. Ein Refill Sherry Butt, der war auch lecker. Wie eigentlich alles lecker war. Nummer 3, Glenlossie, 48,1%, 13 Jahre, aus einem Sherry Butt und 2 Refill Hogsheads, wenn ich meine Schrift noch richtig lesen kann. Nummer 4, Ben Nevis, 48,1%, 8 Jahre alt, 2 Sherry Butts und 2 Refill Hogsheads. Lecker, echt lecker und dunkel. Ja, das war das Warm-up. Danach wurde uns dann dankenswerterweise ein kleines Päuschen gegönnt von 10 Minuten zum Durchatmen, zum kurzen Runde Fachsimpeln und um sich seelisch, mental und moralisch auf das noch Kommende vorzubereiten. Denn jetzt ging es ans Eingemachte und gleich zu Anfang kam dann auch mein absoluter Favorit von dem Abend, ein North British, 54,7%, 30 Jahre alt. Meine Notes waren Aroma geil, Geschmack geil. Abgang, geil. Sonstiges, 3 Herzen. Der ging dann auch mit mir nach Hause. Schlag auf Schlag ging es dann weiter mit einem Glenlivet, 53,3%, 15 Jahre alt, First Fill Sherry. Lecker. Der vorletzte, fast geschafft für den Abend, das war ein Glenallachie, 65,3%, 15 Jahre alt. Auch der war echt gut. Glenallachie kann eh nicht arg viel falsch machen, aber der war wirklich, wirklich gut. Der krönende Abschluss des Abends, was bin ich froh, dass ich keinen Rauch mag. Naja, hat trotzdem geschmeckt. Egal. Legic, 66,1%, 16 Jahre alt, Refill Sherry Butt. Den hat sich die Sam dann am nächsten Tag noch gegönnt, nachdem ich ihr gesagt habe, du, das wäre was für dich. Sie hasst mich immer noch. Damit haben wir dann einen Haken an den ersten Abend gemacht. Der Michel hat sich dann direkt auch mal an dem Ventilator/Virenkühler festgehalten. Und wir sind dann noch zu einem schönen Absacker rüber ins Xavo und haben noch was getrunken. Das sieht im Tageslicht betrachtet alles so harmlos aus. Aha. Ja, ich habe mir dann am nächsten Tag so ein bisschen die Zeit vertrieben, bin ein bisschen durch Peiting spaziert und siehe da, es waren wohl so eine Klassik-Rallye oder sowas. Da waren Autos dabei, ein schöner als das nächste. Ich habe hier so ein paar Fotos zusammengeschnitten, die ich da gemacht habe. Ach Menno, dann halt nicht, ich habe eh keinen dabei. Ja, so, das erste Tasting in Peiting ist vorbei. Gestern Abend, es war echt schön, es hat Spaß gemacht. Der Michel weiß einfach, von was er spricht und es war auch echt witzig. Wir hatten 8 Whiskys, das ist schon nicht wenig. Oh, sehen meine Augen hier irgendwie krass aus.
egal. Es waren 8 Whiskys, 4 davon in Trinkstärke und 4 dann aus den Blumenvasen, das war das Signatory Tasting. Es waren sehr, sehr leckere Sachen dabei. Ich hätte kein Problem damit, mir alle ins Regal zu stellen, aber wahrscheinlich werden es 2. Und zwar waren 2 Grains dabei. Einer von Port Dundas und einer aus der Blumenvase von North British. Ich glaube, die müssen mit. Also gestern für mich waren die Gewinner eindeutig die Grains. Aber ich habe da auch eh ein Hau dafür. Von dem her wundert mich persönlich das jetzt nicht wirklich. Ja, es hat Spaß gemacht. Es war witzig im Keller. Im Pipedachstübel heißt es, glaube ich. Kann man wieder machen. Also heute Abend dann. Ich hatte die Moni gefragt, ob ich ein bisschen filmen kann. Sie hat gesagt, ja klar, mach. Es sind dann letztendlich aber tatsächlich bloß Fotos geworden, weil ich viel zu arg mit Trinken, Schnüffeln und Schmecken beschäftigt war, als dass ich da auch noch irgendwelche Videos gemacht hätte. Wird heute Abend wahrscheinlich nicht anders sein, aber ja, durch die Dia-Show könnt ihr ja durch. Euch bleibt nichts anderes übrig. Ja, das Tasting hat um 8 Uhr angefangen. Wir sind nach den 8 Whiskys dann alle noch rüber ins Xaver und haben einen kleinen Absacker getrunken. Das war bei mir ein leckerer Cocktail. Ich habe euch da auch noch tatsächlich ein paar Videos noch dazu gemacht. Viel Spaß damit. Und ja, man sieht, Katzen würden Whisky saufen, aber die war halt leider noch nicht 18 und hat noch keinen gekriegt. Ja, wie man sieht, es gibt Möbel mit alles rund um Whisky Gruppenkissen und Whisky. Das Xaver ist eine SMWS Partnerbar, deshalb ist da natürlich so ein bisschen Auswahl von den Abfüllungen. Der Scotch Malt Whisky Society heißt sie, glaube ich. In diesen 2 Aquarien sind ein Haufen Samples. Es gibt eine Aktion in der Xaver Bar, die nennt sich Lotto. Ich glaube, dass die dafür dann erspielt werden können. Ich habe es mir nicht ganz genau angeschaut. Es gibt Whisky in Vitrinen von verschiedensten Abfüllern. Also ich kenne die nicht alle, also ich kann sie zumindest nicht alle auf dem Video so jetzt so auseinanderhalten, aber es gibt viel. Ich würde mal behaupten, es gibt eigentlich alles. Und hier gibt es noch ein paar Vitrinen. Da steht was hinter Glas, da steht was obendrauf. Neben der Vitrine ist eine Vitrine mit Whisky. Falls man noch Whisky sucht, könnte man in einer von diesen Boxen fündig werden. Die stehen aber natürlich alle in der Karte. Also, wenn hier jemand rausgeht und keinen Whisky für sich findet, mit dem stimmt irgendwas nicht. Das sind, glaube ich, die Abfüllungen vom Mauko. Da oben ist ein bisschen Druidenstoff, drunter so ein bisschen Scotch Universe, so 1 bis 2 Flaschen. Ich glaube, die Moni hatte gesagt, sie hat jetzt 1800 Flaschen in der Bar. Es freut mich natürlich immer, wenn es so ein bisschen Katzen-Content gibt. Aber sie ist, glaube ich, nicht fündig geworden. Also die Katze würde wohl keinen Whisky saufen. Auch für den kleinen Hunger zwischendurch ist gesorgt. Es gibt in der Bar Flammkuchen, Kaiserschmarrn und Käsewürfel und so Sachen. Kleinigkeiten gibt's. Jo, warum mache ich mir eigentlich einen Mund fusselig, wenn ich doch eigentlich genau weiß, dass ich hier die Inhaltsangabe vom Xaver abgefilmt habe? Die Rums und Cocktails und Gins sind übrigens auch unglaublich, was die Auswahl angeht. Ich muss mich übrigens für meinen Wuschelkopf ein bisschen entschuldigen. Wenn ich grundsätzlich, wenn ich wegfahre, irgendwas immer vergesse, dann ist es eine Bürste. Ich habe mittlerweile von zig Flughäfen, ich glaube, ich habe 5 oder 6 Bürsten zu Hause und es waren auch schon mal mehr. Ich weiß auch ganz genau, wo sie zu Hause liegt. Aber sie hat es nicht in den Koffer geschafft. Ich habe einen Notfallkamm, aber ja, kann halt nichts. Gruß von Zukunfts-Andrea. Es sind jetzt übrigens tatsächlich 6 Bürsten, die ich zu Hause habe. Yay! Ich habe einen Fanclub. Psst. Da schnäbeln sie vor sich hin. Hallo. Ich darf euch leider nicht füttern. Steht auf einem Schild. Ich hätte auch eh nichts dabei. Jo, das ist das Vorher-Video zum zweiten Tasting. 8 Fassstärken. Boah. Gucken, wie ich nachher aussehe. Wenn da kein Video zu kommt, dann bin ich nicht mehr in der Lage zu filmen.
Spoiler-Alarm! Nein, ich habe kein Nachher-Video gemacht. Aber hier ist schon mal das Line-Up, das wir am zweiten Abend dann verkosten durften. Wie gesagt, 8 Fassstärken. 8. Autsch! Ja, das Setup war wieder gleich eigentlich wie am ersten Abend. Es gab Brot, die Gläser waren schon mit aufgestellt, waren mit den Gläserdingens abgedeckt, jeder hat was zu schreiben gekriegt. Und ja, es war schon sehr, sehr einladend, wenn man da zur Tür reinkam. Es hat Spaß gemacht. Die zwei Helden des Abends, das ist auch so eine Art Vorherbild. Hier nochmal das Setup, wie wir dann unsere Notizen gemacht haben. Moni hat noch kurz was zum technischen Ablauf erklärt, was der Michel dann prompt unterbrochen hat, weil wir haben doch keine Zeit. Der erste Fassstärke des Abends war dann der Tau Ceti 3. Das ist anscheinend, hört man munkeln, ein Vetterkern. Der ist 110 Monate alt, weil man bei solchen Babys natürlich auch das Alter in Monaten angibt, mit 58,3%. Der hätte es tatsächlich beinahe mit zu mir nach Hause geschafft. Da war ich hart am Überlegen. Nummer 2 von Best Drum, ein Craig Gallachy, 56,3%, 11 Jahre alt. Das wäre für mich der perfekte Kandidat für Schnapspralinen. Lacht mich nicht aus, haut mich nicht, aber der in Pralinen, das wäre was, wo ich sofort kaufen würde. Dann ging es mit dem nächsten Stoff mal weg von Schottland. Es ging nach Australien zu Starboard, die Whisky-Droid-Abfüllung mit 56,8%. Nur 4 Jahre alt, aber großartiger Stoff. Und den habe ich tatsächlich mit nach Hause genommen. Also bezahlt und dann eingepackt. Nummer 4 von Abend 2, also insgesamt Nummer 12, wenn ich noch richtig rechnen kann. Die Annandale-Abfüllung von Whisky Druid, 3 Jahre alter Stoff, 56,3%. Es war jetzt nicht so 100% mein Fall. Klar, da war gut gemacht, man konnte gut trinken, aber es war nicht meins. Auch am zweiten Abend haben wir dann nach 4 Whiskys erstmal ein kleines Päuschen eingelegt von ein paar Minuten. Die war auch nötig. Es war aber auch sehr schön, zwischendurch einfach mal mit den anderen kurz ein bisschen Fach zu simpeln und sich gegenseitig so zu erzählen, was jetzt denn die eigenen Lieblingstropfen waren. Nach der Pause ging es dann weiter mit dem Best Drum Balmenach mit 54,2%, 8 Jahre alt. Ich bin so froh, dass ich den nicht kaufen musste, weil den habe ich schon zu Hause. Also, ich mag ihn. Das war einer von denen, die ich mir in Nürnberg mitgenommen hatte. Es ging weiter mit dem Whisky, der die Gruppe an dem Abend am meisten gespalten hat, mit einem Ferry Lochen. Die kommen, glaube ich, aus Dänemark, wenn ich es richtig weiß. Es war mein Fall nicht, aber andere haben den gemocht. Von dem her ist es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn einer von den Whiskys so ein bisschen spaltet. Der war geräuchert über Brennnessel. Es ist ganz, ganz seltsam. Der vorletzte am Abend Nummer 2 war dann der Hydra Nummer 3. Ja. Man munkelt, es wäre ein Glenturret, darf natürlich nicht draufstehen. Michel hat gesagt, du magst keine rauchigen Whiskys, aber... Und leider hatte er recht. Der ist dann auch mit zu mir nach Hause in mein Regal gewandert. Ganz am Ende hat der Michel dann nochmal die Rauchmöger der Gruppe glücklich gemacht. Es gab noch einen Cool Ila, 55,9%, 7 Jahre alt, aus einem Red Wine Chateau Lafite Fass oder so ähnlich. Ich habe es mir in meiner nicht leserlichen Handschrift aufgeschrieben und kann es kaum mehr entschiffern. Aber das müsste in etwa das gewesen sein. Und natürlich wäre das Tasting nicht perfekt gewesen, wenn wir es nicht nach dem offiziellen Programmende im Xaver zum Ausklang gebracht hätten. Wir haben uns da noch alle gemütlich zusammengesetzt, haben noch ein bisschen was geredet, haben noch Cocktails getrunken oder einen Cider, da gab es auch sehr leckeren von, und haben es uns unter dem Whisky-Himmel vom Xaver noch ein bisschen gemütlich gemacht. Es war sehr, sehr schön. Und damit meine Selbstbeherrschung für die Nachwelt auch auf immer irgendwie dokumentiert bleibt, das war meine Beute des Abends. Es sind 4 Flaschen geworden, die 2 Grains von Abend Nummer 1, und der Starward und der Hydra von Abend Nummer 2. So, ganz liebe Grüße, ich bin wieder zu Hause. Ich bin auf meiner Waldrunde in der Mittagspause, wie eigentlich fast jeden Tag. Ja, ich nehme das jetzt auf, bevor ich das Video tatsächlich schneide. Ich habe mir auch noch nicht angeschaut, was ich eigentlich alles an Material habe. Schauen wir mal. Das Video wird oder wurde eine Mischung aus gefilmten Videostückchen mit hoffentlich einem vernünftigen Voice-Over und einer Dia-Show. Weil es einfach... Ich wollte jetzt nicht während dem Tasting selber das Filmen anfangen, weil
Ich musste trinken, ging nicht. Ja, ich hatte ein wirklich fantastisches Wochenende bei Moni. Wobei tatsächlich die Menge an Alkohol war. Nichts für kleine Kinder. Nicht, dass eine große Menge Alkohol was für kleine Kinder wäre. Aber es waren insgesamt bei den beiden Tastings 16 Whiskys. Davon 12 in Fassstärke. Also muss ich nicht zum Spaß hier, ne? Wat mut, dat mut. Sie waren alle wirklich sehr, sehr lecker. Und dass ich tatsächlich nur 4 Flaschen gekauft habe, war reine Selbstbeherrschung, weil da wären schon noch so 2 oder 3 mehr drin gewesen. Das hätte aber dann wahrscheinlich sowohl mein Konto als auch meinen Regalplatz dezimiert. Werde ich wieder zu Tastings nach Peiting zur Moni gehen? Ja, definitiv. Ich war ja nicht das erste Mal bei ihr. Ich war schon ein paar Mal in Peiting und habe sie besucht und die Bar besucht. Das ist toll da. Das Hotel ist ein bisschen älter, aber gemütlich. Aber die Gastfreundschaft von Moni und tatsächlich dieses echt geile Essen im Restaurant in Dragona drüben. Ja, machen, wieder machen. Das nächste Mal in Peiting bin ich vermutlich nach jetzigem Planungsstand im Oktober. Ich glaube im Oktober beim Gin & Whisky Festival. Da freue ich mich sehr drauf. Da war ich beim vorletzten Festival schon und es war sehr, sehr, sehr schön. Und anstrengend, aber schön. Und ja, ich bin so ein bisschen außer Atem, weil die Wegstrecke hier, die ich so mittags gehe, ist nicht eben. Und reden, atmen und filmen gleichzeitig ist eine Herausforderung. Ich hoffe, euch hat mein kleiner Zusammenschnitt von dem Wochenende gefallen. Wenn euch das gefallen hat, dann geht doch einfach mal auf die Homepage von Dragona oder von Xaver in Peiting. Lasst der Facebook-Page von Moni ein Däumchen da. Oder 2 oder so viele 2. und 4. und 5. und 16. Accounts ihr halt habt. Das hat sie alles brutalst verdient. Und es ist einfach eine echt tolle Location für Whisky. Dann der Michel. Was soll man über diesen Mann noch sagen? Ich würde gerne, dass er ein Buch schreibt, dass seine Lebensgeschichte verfilmt wird, dass er das Voice-Over in seiner eigenen Story macht und überhaupt. Also der Mann ist super. Er hat Ahnung von Whisky. Er hat ein absolut fantastisches Näschen für Schnaps aus Holzfässern und für die Holzfässer, in die der Schnaps reinkommt. Ja, und für die Namensgebung seiner Whiskys. Hallo, bitte Scotch Universe. Mehr Picard. Eigentlich hatten wir auch alle ein bisschen so die Hoffnung, dass die neuen Scotch Universe Abfüllungen bis zum Tasting in Peiting raus sind. Hat uns leider dann der Zoll einen kleinen Strich durchgemacht, aber die etwas älteren Sachen, die wir zu probieren durften, das war auch schon sehr, sehr lecker, was wir da im Glas hatten. Es gab für mich das Wochenende keinen Ausfall. Null. Die waren alle gut. Auch wenn ich ein paar davon, okay, die treffen halt meinen Geschmack nicht, aber sie waren trotzdem von der Machart her gut. Gab es nichts auszusetzen. Man kann halt nicht alles mögen, aber muss auch nicht. Mein nächstes größeres Event ist am nächsten Wochenende. Ich bin in Spetzingen für 2 Tage. Der Whisky Spring heißt sie, glaube ich. Freue ich mich brutal drauf. Ich werde auch das erste Mal ein paar anderen YouTubern begegnen. Seid lieb, bitte. In die Outtakes packe ich euch diesmal ein paar Eindrücke von einem Spaziergang, den ich gemacht habe. Ich habe irgendwo unterwegs das Schild Walderlebnispfad gesehen und habe gedacht, ja, da ist Wald. Erlebnis läuft. Das ist alles ein bisschen anders, als ich mir das vorgestellt habe. Das seht ihr dann in den Outtakes. Bis zum nächsten Video. Vermutlich erst nach Schwetzingen. Und ansonsten wird mir das zu viel. Aber ich habe jetzt alles, was ich dafür brauche. Jo, da ich noch einiges an Zeit habe, bevor es heute Abend mit dem Whisky weitergeht. Ich habe gesehen, hier gibt es einen Walderlebnispfad. Den werde ich jetzt einfach mal laufen. Mal gucken, ob der Wald ein Erlebnis ist.
Das war jetzt nicht unbedingt die intelligenteste Idee. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es hier keine Waldwege gibt. Weiße Schuhe auf dem Boden. Hä? Ich habe aber auch keine anderen dabei. Es kamen dann später doch noch Wege, allerdings eher so Trampelpfade durchs Unterholz. Das war jetzt zum Teil sehr steil und mit den Schuhen, die ich anhatte, suboptimal. Das ist eigentlich kein Walderlebnispfad mehr, das ist ein Bergsteig. Also ich muss mal schauen, ich mache nur ein paar Meter. Zur Not drehe ich um, ich habe für den Weg hier definitiv das falsche Schuhwerk an. Ich hätte gedacht, das wäre so ein lockerer Weg, wo man so an drei Bäumen und vier Eichhörnchen vorbeikommt. Nee, hier geht's richtig, richtig zur Sache. Für mich als Nicht-Bergsteiger. Was geht denn jetzt? Die mögen ihre Sirenen in Bayern. Okay, ich bin jetzt irgendwie aus dem Wald raus. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin und wo es weitergeht. Aber schaut euch mal das Panorama an. Und ja, da ist ein Mensch, der hat mich gerade tierisch erschreckt, wo hinter mir hergerannt ist und gesagt hat, Vorsicht. Also ich suche mir jetzt mal einen Weg, aber für das hier hat sich die ganze Plackerei durchs Unterholz echt gelohnt. Wow. Also ich bin jetzt eine Zeit lang wie Falschgeld auf dieser Wiese rumgelaufen, weil einfach keine Schilder mehr kamen. Aber ich bin jetzt einfach mal am Waldrand dann weitergelaufen. Es gibt wieder Schildchen. Und da vorne, ganz, ganz klein, ist auch wieder das Barfußzeichen für meinen Pfad. Abenteuerurlaub. Aber die Aussicht war es wert. Ja, der Walderlebnispfad war wirklich ein Erlebnis. Nächstes Mal würde ich den auch wieder machen. Es ist echt schön. Allein die Aussicht ganz oben auf der Wiese war super. Vielleicht wird da noch ein Schild angebracht, wo denn der Weg überhaupt weitergeht. Ich bin so ein bisschen verloren über die Wiese gelaufen, bis ich dann wieder Schildchen gefunden habe. Ich würde allerdings festes Schuhwerk empfehlen und nicht so meine semi-profillosen Sonntagssneaker. Schon gar nicht in weiß. Lalala. So. Zum Abschied noch ein bisschen Panorama mit den Schuhen, die man auf dem Walderlebnispfad nicht anziehen sollte.